Liebe Schwestern und Brüder in der KHB, in unserer Kirche mit all dem Wandel, dem sie begegnen muss und den sie auch mitgestalten will, stellt sich die Frage nach Bedeutung und Zukunft der katholischen Verbände ganz besonders dringend. Mit Blick auf die KAB liegt die Antwort mitten in unserer Gesellschaft. Armut trotz Erwerbstätigkeit, unsichere Arbeitsverhältnisse, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Altersarmut und das große Zukunftsthema Digitalisierung. Das alles treibt arbeitende Menschen heute um. In den nächsten 4 Jahren wird die KAB diese Themen aufgreifen, ausgehend vom Leitantrag der Bundes-KAB Arbeit, Macht, Sinn. Denn die KAB hat dazu aus christlicher Sicht vieles einzubringen und tut das auch, wie ich immer wieder in meinen Begegnungen erfahren darf. Zur Bundestagswahl war es aktuell die Kampagne »Sie planen deine Altersarmut«. Allerdings belässt die KAB es nicht bei griffigen Slogans. Vielmehr legt sie, ausgehend vom Rentenmodell der katholischen Verbände, ein eigenes Rentenkonzept vor. Liebe Schwestern und Brüder, in den 120 Jahren, die es die KAB im Bistum Münster gibt, hat sie immer wieder christliche Perspektiven in Diskussionen zum Thema Arbeit eingebracht. Das war wertvoll und notwendig. Das ist auch heute noch wertvoll und notwendig. Umso mehr gilt mein Dank allen, die sich in der Bistums-KAB engagieren. Machen Sie weiter so. Die Kirche braucht Ihre Stimme und Ihren Blickwinkel. Und deshalb sage ich mit Ihnen aus tiefer Überzeugung, Gott segne die christliche Arbeit.